Hallo, ich wollte einen kurzen Zwischenstandsbericht abgeben, wie es mir mit der Diät gegangen ist. Ja, gestartet habe ich mit einem Ausgangsgewicht von 124,7 Kilo, also ich war schon ganz schön dick. Aktuell habe ich 105 Kilo. Ich habe mich anhand der Rezepte natürlich relativ leicht getan, am Abend zu essen. Aufgrund meiner beruflichen Situation, ich bin im Außendienst tätig, habe ich in der Früh und zu Mittag einen Shake getrunken, natürlich ohne tierische Milch. Ist für mich einfach einfacher gewesen, das so zu handeln, als wie mittags irgendwo hinzugehen und zu essen. Abends, ganz grob esse ich 350 Gramm Gemüse und Fleischersatz 150 Gramm, weil ich kein Fleisch esse oder nur ganz selten Fleisch esse. Und komme ganz gut damit zurecht. Die ersten paar Tage waren echt hart, die Umstellung. Also da hat mein Körper auch ein bisschen rebelliert mit Schweißausbrüchen, Schüttelfrost und so weiter, Kopfschmerzen. Das hat sich nach 4 Tagen gelegt. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Liter Wasser zu trinken. Undenkbar war für mich natürlich, dass ich zum Laufen anfange. Also ich laufe jetzt da regelmäßig. Hilft mir natürlich auch extrem. Muss man sagen, ich fühle mich ganz anders, wenn man spazieren geht mit dem Hund, komme ich gar nicht in einen Pulsbereich, den ich ja früher schon gehabt habe, nach ein paar hundert Meter. Ich fühle mich einfach ganz anders. Der einzige große Nachteil ist, ich habe absolut kein Gewand mehr zum Anziehen. Also ich habe 2 Kleidergrößen bei den T-Shirts verloren, Jeanshosen 2 Größen kleiner. Also ich habe mich fast neu einkleiden müssen. Das ist halt ein gibt es ja keinen Nachteil, aber den nimmt man halt natürlich sehr gerne in Kauf. Auch meine Blutwerte habe ich vorher machen lassen, also vorher analysieren lassen und habe es jetzt erst vor kurzem machen lassen. Die haben sich ja total geändert, Cholesterinwerte und Blutzucker und alles, was halt schlecht ist, ist in einem Normbereich. Ich möchte es jetzt noch weiter durchziehen, 4, 5 Wochen, um vielleicht es zu schaffen, dass ich zweistellig werde. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich super happy und wir haben einfach die Produkte, sei es die Shakes, die schmecken irrsinnig gut, alle, die ich probiert habe. Und auch die Slendiernudeln, die kann ich echt an jeden ans Herz legen, weil da hat man einfach von der Menge extrem viel zu essen und kaum Kalorien, die man zu sich nimmt. Ist hin und wieder ganz nett und hat man halt eine ein nudelähnliches Gericht zum Essen. Ja, das wär's. Und wenn ich dann soweit bin und zweistellig bin, melde ich mich vielleicht auch mal. Vielen Dank.